Hallo wieder bei Geralt. Und wir haben hier mit Rittersporn gerade ein Gespräch. Und da gucken wir mal, wie es da weitergeht. Und gucken kurz mal vorher noch in unsere Truhe. Und schmeißen da hier mal den ganzen Schrotz rein, den wir nicht mehr brauchen. Tafelwasser braucht doch kein Mensch. Ich weiß nicht, ob ich da nachher wieder drauf zugreifen kann. Aber die ganzen Bücher schmeiße ich da auch mal rein, wir gelesen haben, auch wenn ich die gerne verkaufen würde, aber naja, sicher ist sicher. Das haben wir gelesen, die Groschen brauchen wir nicht. Die ganzen Ringe können weg. Eisteröl behalten wir, das kann weg. Die Fangzähne behalten wir mal, denn und die nehmen wir auch noch mit, denn naja, da ist ja noch dieser Zahnarzt, der gerne irgendwas von uns haben würde. Gelben Meteorit packen wir auch weg. Gut, dann haben wir erstmal wieder genug Platz, würde ich sagen. Ne? Das werden wir schon irgendwo los. Haben wir denn hier noch Grundstoffe für Tränke drin? Ne? Nee. Na gut, dann nicht. Dann, Vergebt mir, aber ich muss meine Chronistenpflicht erfüllen. Ja, ja, und ich muss was zu Ende bringen. Ich muss etwas zu Ende bringen. Ich verstehe. Viel Glück. Das war ja ein Mördergespräch. Rittersporn, Mann, du, sonst kannst du die Klappe nicht halten und jetzt sagst du nichts Gescheites. Okay, da hinten kämpft man ein bisschen. Hier liegen eine Menge Leichen in der Gegend rum. Und da ist Siegfried. Komm, Junge, jetzt sei nicht du auch ein Arschloch. Siegfried, du bist immer noch cool, oder? Geht, Geralt. Ich will nicht kämpfen. Ich auch. Dann zwingt mich nicht dazu. Tretet beiseite. Ich habe meine Befehle. Wir müssen das Königreich retten. Indem ihr Zivilisten zum Mutantenfutter macht? Unsere großen Brüder sind keine Mutanten, sondern ein neues Volk. Eine neue Hoffnung. Leider sterben dafür auch Unschuldige. Ein Ritter der Flammenrose, der statt Menschen Ungeheuer beschützt. Wie tief seid ihr gesunken. Zieht euer Schwert und sterbt in Würde. Heute zu Hilfe! Hilfe! Heute zu Hilfe! Scheiße, Digi ist so eine coole Sau. Leute, zu Hilfe! Ich wollte nicht unbedingt töten. Ich bin im Kampf mit den Kollegen, der hat mein Schild. So, den Schild hoffe ich hier auch. Aufhören, Mistgeburt! Jetzt bin ich hier auch erwischt. Jetzt hab ich nicht... Ah, du Kacke. Ich bin nicht treffbar. Mist. Der Orden zeigt sein wahres Gesicht. Der Großmeister ist sich wohl sehr sicher. Er setzt alles auf eine Karte, indem er mutierte Ritter auf das Volk hetzt. Selbst der fromme Siegfried wurde getäuscht. Der Aldersberg weiß, dass die Geschichte von den Siegern geschrieben wird. Wenn er gewinnt, gibt er den Anderlingen oder dem König die Schuld. Wir müssen ihn aufhalten. Ja, machen wir auch. Siegfried. Ach, Mann. Das finde ich schade. Der war zwar nervig und konnte eigentlich nichts machen. Ach, Sigi. Na gut, ich bin drüber weg. So, hier nochmal die Überreste mit. Geld ist nie verkehrt. Da auch nochmal. Oh, was ist das? Geil. Endlich können wir wieder Sachen zusammenbrauen. Hallo Flüchtling.
Kommt rein, da ist es sicherer. Ihr habt recht. Ja, ich will ja nicht sicher, ich will ja... Gnade! Ja, immer doch, ich tue dir doch nichts, gell. Ja, hier ist ein sicheres Haus und da ist eine Feu... Ach, Waska ist auch da. Guck mal an. So, wir durchsuchen erstmal. Oh ja, hier. Schön. Grundstoffe. Novizin, Einsiedler. Der Einsiedler ist auch hier. Und die Novizin. Na, das schreit ja nach dem ganzen Golan. Vivaldi ist auch da. Hat seine Bank wohl dann dicht gemacht. Ja, super. Dann fangen wir mal an. Das wird einige Gespräche geben, vermute ich mal. Das heißt, wir machen erstmal noch hier kurz die große... So ein Steigchen machen wir uns nämlich. Und was machen wir noch? Na, erstmal gar nichts. Genießt das Leben, solange ihr noch könnt. Aber ich musste echt eben mal husten. So, jetzt wollen wir den nochmal kurz trinken und dann rennen wir uns hier mal in diversen Gesprächen. So, den saufen wir uns. Und dann haben wir ein Goldtalent dazu bekommen. Das war auch so gleich nochmal schnell verfeuern. Ist jetzt nur die Frage, wo? Da haben wir alles, da haben wir alles. Da haben wir alles, haben wir alles, haben wir alles. In der Ausdauer. Nee, nicht in der Ausdauer. In der Stärke. Ich möchte meine Vitalität. Plus 20%. Muss ich erst das oder was? Wieso kann ich die denn nicht auswählen? Dann spare ich mir das und behalte das Goldtalent noch erstmal. Hier wieder raus und jetzt wird hier gequatscht. Hallo Flüchtling. Seid gegrüßt! Auch andere Opfer des Krieges haben hier Schutz gesucht. Wir werden nicht lange bleiben. Wir müssen zum Kloster. Ihr gehört also zu denen, die auf das ewige Feuer vertrauen? Es ist sinnlos, wieder raus auf die Straße zu gehen. Ihr werdet sterben. Gibt es einen anderen Weg? Versucht es mit der Kellertür. Wohin führt sie? In andere Keller. Und am Ende zu einem Ausgang, nehme ich an. Aber ich kann nicht garantieren, dass der Weg sicher ist. Wir riskieren es. Der Schlüssel müsste irgendwo im Haus sein. Ja, den finden wir schon. Und dann reden wir mit der Novizin. Seid gegrüßt, Hexer. Seid gegrüßt. Ich habe Angst. Das Zeitalter der Verachtung ist gekommen, wie es vorhergesagt wurde. Was wollt ihr damit sagen? Kennt ihr Idlines Prophezeiung? Nicht so genau. Der Krieg mit Nilfgaard lieferte den Beweis. Denn Idlinna hat vorhergesagt, dass das Blut der Aen Seide, der Elfen, das Land tränken würde. Die Leute glaubten, das Zeitalter von Schwert und Axt, das Zeitalter des wölfischen Sturms wäre gekommen. Kennt ihr den Rest? Ich bin nicht sicher. Dann hört zu. Es kommt die Zeit von weißem Frost und weißem Licht. Die Zeit von Wahnsinn und Verachtung. Tet Dereat, das Ende der Zeitalter. Die Welt wird in Frost untergehen. Schluss jetzt mit dem Pessimismus. Die Prophezeiung hat begonnen. Das kommt auf uns an. Lebt wohl. Möge Militele euch beschützen. Mir sind Prophezeiungen egal. Das Leben gewöhnlicher Leute dagegen nicht. Ich weiß, dass ihr die Menschen mögt. Ich habe Carmen glücklich vereint mit dem Hauptmann der Wache gesehen. Wisst ihr, dass sie geheiratet haben? Das ist schön zu hören. Carmen hat viel durchgemacht. Sie lebte im Umland. Ihr Vater war Priester des ewigen Feuers. Ein verdammenswerter Mann der Religion. Sie wurde schwanger und er hat sie rausgeworfen. Dann ist sie nach Visima gegangen. Ihr wisst ja, wie es endete. Das wusste ich nicht. Oh. So, so. Also der Priester, den wir ganz zu Anfang... Amanum Gualeert. ...mal mit strengem Auge beobachtet und dann getötet haben, war also Carmens Vater. So, so. Und was hat Golan denn noch zu sagen? Und wo ist überhaupt unser Kumpel Zeuger? Seid gegrüßt. Laufen die Geschäfte gut, Zwerg? Ein Krieg kann profitabel sein. Wenn nur die Steuern des Königs nicht wären, die Pest soll sie holen. Wie seid ihr hierher gekommen?
Habt ihr keine Augen im Kopf? Ritter, Soldaten und Scoia'tael laufen durch die Straßen und schlachten ab, wen sie können. Ich bin für alle ein Verräter. Verstehe. Und alle haben den Kopf voll von Prophezeiungen, Schicksal, seltsamen Vorzeichen und anderem Unsinn. Man kann mit niemandem reden. Das tut mir leid, aber ich muss jetzt gehen. Lebt wohl. Klar. Okay. Ach, das resolute Mädchen. Die Tempelschule ist langweilig. Ja, musst du trotzdem hingehen. Das ist ja nix. So, dann hören wir mal, was Karanos sozusagen hat. Die Eichhörnchen und der Orden. Diese Trockenen stören unseren Sumpf. Ihr steckt in der Klemme, was? Ich hatte einen Traum, Weißhaariger. Euer Schicksal wird sich erfüllen. Ich komme, euch zu sagen, verwechselt die Sterne nicht mit ihrem Bild im Spiegel eines Sees. Ich werde es mir merken. Okay, das werde ich mir tatsächlich mal merken. Novizin hatten wir schon, Golan Vivaldi hatten wir auch schon. Wo ist denn jetzt der Einsiedler hin? Den wollte ich auch noch mal eben quatschen, da ist er doch. Ihr hier? Ich bin auf einer wichtigen Mission für den König. Das ist lobenswert. Auch ich wollte Volltest in diesen schwierigen Zeiten meine Dienste als Berater anbieten. Leider kam ich nicht durch das brennende Visima. Ich muss zum Kloster. Ich habe viel über ein Phänomen erfahren, das euch interessieren dürfte. Die wilde Jagd. Das werden wir in The Witcher 3 nochmal ganz genau beleuchten, aber er kann uns ja schon mal ein bisschen was davon erzählen. Erzählt mir davon. Im Volksglauben verkörpert der König der wilden Jagd den Tod. Er trägt die Seelen davon. Häufig betrachtet man ihn als Werkzeug des Schicksals. Schicksal. Die wilde Jagd ist ein Omen von Krieg und Tragödien. Neuerdings sieht man sie häufig in der Nähe von Visima. Hütet euch. Ich muss gehen. Lebt wohl. Okay. So, Triss, was los? Wir müssen uns beeilen, Geralt. Dieser Ort hat eine seltsame Wirkung auf mich. Ja, Frieden, Ruhe, keine Kämpfe. Ganz was Neues mal. So, die hatten wir jetzt alle. Genießt das Leben, solange ihr noch könnt. Wir gehen mal die Treppe nach unten und suchen mal nach dem Schlüssel. Ja, natürlich. Steht Ärger ins Haus. Tötet mich nicht, Hexer. So, so. Ein sprechender Ghoul. Ich bin ein Mutant, wie ihr. Mit der Gabe der Sprache und Intelligenz geboren. Wie ein Mensch. Ich kenne viele intelligente Ungeheuer, die trotzdem tödlich sind. Ich bin nur für die eine Bedrohung, die mich bedrohen. Ich bin Ungeheuertöter, aber... Ich glaube dir. Sagen wir, ich glaube euch. Das beruhigt mich. Warum seid ihr hier? Ich muss mich nicht mehr auf dem Friedhof verstecken. Hier ist es sicherer. Ich komme nachts raus und suche mir Nahrung auf den Straßen. Ich kann nicht klagen. Die Bewohner dieses Hauses haben keine Einwände? Sie fürchten mich. Das kleine Blag kommt allein und redet ohne Punkt und Komma. Ich muss gehen. Lebt wohl. Ja, das resolute Mädchen kann einem manchmal auf den Sack gehen. So, hier ist der Schlüssel. War ja klar. Und... Okay, ein... Ein Buch. Wir nehmen alles mit. Und lesen mal kurz... Nee, das Buch hatten wir gelesen. Die Schriftrolle, wo ist sie denn jetzt abgeblieben? Da. Zeugelkraft. Ein Silber und ein... Ach du dickes Ei. Ein Silber und ein Goldtalent. Aus Zeugelgiftserum. Ja. Müsste man erstmal haben. Zeugelgift. Das ist das Zeugelgiftserum. Eben kurz gucken. Das müsste ja ziemlich weit unten sein, wenn das hier nach da. Zeugelkraft. Tja. Okay, das ist wieder so ein Spezialsubstanztrank. Okay. Dann lassen wir es erstmal gut sein. So. Denn wir sind ja völlig in Ordnung. Und dann gehen wir hier mal durch die Tür.
Vorher speichern wir ab. Ganz wichtig. Natürlich. Und hier geht's natürlich direkt los. Und ich muss das andere Schwert rausholen. Und hier rein. Der kann sich doof an. Also, das haut ganz gut rein, muss man sagen. Alter, Respekt! So, dann nehmen wir alles mit, wie gehabt. Da sind auch noch Überreste und da sind auch noch Überreste. Und das war's. Und dann gehen wir hier mal wieder die Treppe hoch. Und da ist ein Verrückter. Einer Kiste. Zum Fenster gucken wir gleich mal raus. Erstmal reden wir mit den Verrückten. Geht weg! Ich will nichts von euch! Im Keller waren Ungeheuer. Ich sterbe sowieso. Die finden mich. Die holen mich. Beruhigt euch. Wie kommen wir hier raus? Durch das Fenster. Danke. Siehste, und ich sag noch, das machen wir später. Also, durchs Fenster. So, wo sind wir denn jetzt? Ah ja. Ihr lebt also. Jevin. Euer Anblick macht mich krank. Ich bin nicht in der Stimmung für Rätsel. Toroville ist tot. Ich weiß genug, um euch für ihren Tod verantwortlich zu machen. Ihr hattet definitiv eure Finger im Spiel. Mach die Augen auf, Jevin. Euer geliebter Krieg hat sie getötet. Hört mit dem Blutvergießen auf. Versucht, etwas zu verändern. Menschen, Elfen, Zwerge, wir alle hassen, wir alle töten. So kann es nicht weitergehen. War Feilwolf. So sieht's aus, so kann's nicht weitergehen. Lasst mich in Ruhe. Ja, mach ich ja. Ah, jetzt kommt wieder so ein Eumel an. Also manchmal verstehe ich das nicht. Trinken und nochmal rennen. Mal ordentlich aufladen und legen wir mal auf, Freunde. So, das war Nummer 1. Das dürfte jetzt eigentlich wieder ein Problem werden. So.
wieder auf. Sehr gut. Wir müssen uns die Hände schmutzig machen. Der einzige Weg zum Kloster führt durch die Kloaken. Bewacht der Orden sie nicht? Nicht mehr, seit sich ein Zeuge dort eingenistet hat. Ein großer... Er hatte viel frisches Fleisch. Hoffentlich hatte er keine Zeit, sich zu vermehren. Ich bezweifle, dass er einen Partner gefunden hat. Zeugel brauchen keine Partner. Sie sind Zwitter. Okay. Und jetzt wissen wir auch, wo wir das Zeug für den Trank herbekommen. Vom Zeugel in den Kloaken. Ja, lecker. Ich freue mich. Elende Luterei immer. So. Aber warte mal, wir sind doch hier eigentlich in der Straße, wo es zu... Da müsste noch Kalkstein wohnen hier. Da müsste die Bank gewesen sein. Naja. So, Kloakensucher. Wo ist er? Da ist er. Zu Hause ist immer gut. Aber ein paar Getränke können wir machen. Und weil es einfach billiger ist, setzen wir uns kurz mal ins Feuer. Und eine Stunde haben wir Zeit. Dann können wir mal eben unsere Vergiftung runterkriegen und unser Leben wieder hoch. So, und jetzt geht's ab in die Kloaken, würde ich sagen. Auf wie geht sie? Zeugel killen, Zeugel killen. Ah, da ist Triss auch wieder. Ich komme mal hoch zu dir. Er ist irgendwo in den Kloaken. Habt ihr einen Rat? Lasst euch nicht fressen. Ich meine es ernst. Bleibt außer Reichweite seiner Tentakel. Zeugels übertragen alle möglichen Krankheiten. Falls ihr Zauber gegen Infektionen habt... Müsste ich haben. Gehen wir. Ja, das wäre nett, wenn ich da auch einen von kriegen könnte dann. Okay, in den Kloaken zurück. Dann, schauen wir doch mal. Ja, okay, das sind andere Kloaken als sonst. Ich trinke mal kurz eine Katze. Wenn ich noch eine habe, heißt das. Ansonsten müsst ihr leider... Ah, geht noch. Okay, hier ist schon mal nichts. Dann gehen wir mal durch die Gitterstäbe. In den großen Raum, der völlig unauffällig garantiert einen Zeugel beherbergt. Die auch immer im Wasser stehen bleiben müssen, ey. Wow. Hässlich. Das ist auch doof, dass der jetzt sein Schwert noch nicht gezückt hat. Weil eigentlich müsste, ne? Verstehst du, weil im Video hat das ja schon rausgeholt. Er ist irgendwo in den... Lasst ja, euch nicht. Ich meine es ernst. Bleibt außer Reichweite. Müsste ich haben. Dann mal ganz kurz ins Buch schauen.
wir irgendwo was haben über Zeugel. Zip, Zeugel. Lehm im Unrat, in Kloaken oder Abfall halten. Man sollte sie beseitigen, natürlich. Immun gegen Schwerthiebe, egal ob Klinge aus Stahl oder Silber. Okay. Okay, also quasi immun gegen Schwerthiebe. Dann probiere ich es mal mit Feuer seine. Trink mal einen Trank. Unter Wasser ewig ist. Ich kann jetzt echt nur hoffen, dass ich da irgendwie was kann. Okay, das ist wieder die Karte. Ich muss mal kurz wieder ein bisschen flüchten, bevor ich hier verreck. Dann das ist der letzte. Ah, herrlich. Schön, das hat ja gut geklappt. Also nicht. Dann lade ich mal und dann würde ich sagen, probieren wir das beim nächsten Mal. Und ich informiere mich mal ein bisschen, wie man den überhaupt bekämpft. Und wir haben sowieso tierisch überzogen. Bis bald und ciao.